Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Genau, heute ist Tag 7, der Zombie-Tag. Zumindest werden sie heute angreifen, heute Nacht. Das heißt, für uns in dieser Folge bereiten wir uns mal auf die Nacht vor. Das heißt, ganz, ganz viele Bäume kloppen, das heißt, ganz, ganz viele Fallen bauen. Ja. Genau. Wir wollten euch das ja mal zeigen, weil das gehört ja mit zu dem Spiel eigentlich quasi dazu, bauen. Und es macht sehr viel Spaß, das Bauen. Ich mach mal hinten gleich zweilagig hoch, ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Stacheldraht brauchen wir dann auch noch. Ich liebe Stacheldraht. Ja, da müssen wir noch gucken, dass wir genügend Eisen für. Ja, also ich habe was dabei. Das, was ich habe, mache ich dann, baller ich dann halt in Stacheldraht rein und pack das im Eingangsbereich. Okay. Weil das ist ja der Bereich, wo sie nicht reinkommen dürfen. So, und meine Stacheln habe ich jetzt verbraucht. Das heißt, ab mit der Axt. Komm her. Ja, am letzten Tag, der war nicht so gut für mich. Da bin ich zweimal gestorben. Zweimal. Diese Kakteen haben mich das eine Mal so runtergeschlagen, dass quasi das eine, was ist, dass ich quasi dass so ein scheiß Vogel mich nur ein, zwei Mal erwischen musste. Und dann war ich schon wieder tot. Das ist echt nervig. Ja, und beim zweiten Mal war es ein Wolf. Da habe ich einfach Pech gehabt. Denn die Wölfe kommen leider auch auf das Auto drauf. Es hängt halt auch ein Stück davon ab, wie das Auto zu dem Wolf steht. Das ist manchmal ärgerlich, wenn man denkt, juhu, ich kann mich vor einem Wolf auf ein Auto flüchten und dann springt das Tierchen da einfach hoch. Ich glaube auch irgendwie, war halt Pech. Ach, hier haben wir mal Lehm gegraben. Und, ach, du siehst mir auch sehr klein aus. Wollen große. Na gut, der gefällt mir nicht. So ein kaputter Baum. Der muss ab, der muss weg. Na, haben doch 900. Ich glaube, maximal, was wir an so einem Baum haben? 1200. 1200, genau. Aber ich glaube, bei diesem komischen Bäumchen geht nur 900. Die sehen irgendwie schon so abgestorben aus, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, was wir am letzten Tag machen wollten, das wird darum, haben wir auch kein Video zu gemacht, weil wir haben uns quasi aufgeteilt und jeder ist in irgendeine Richtung gelaufen. Also Mathilde ist hier nach Norden, links in diese Richtung gegangen und ich halt einmal hier, das seht ihr in diesem grünen Bereich. Denn wir hätten nämlich gerne irgendwie einen See, so eine ähnliche Konstellation wie hier, dass irgendwie ein Stückchen ins Wasser geht, was wir dann quasi vom Land abtrennen können und somit uns eine kleine eigene Insel basteln können. Optimalerweise wäre natürlich auch sehr, sehr geil, wenn das im grünen Gebiet wäre. Ja, genau. Darum haben wir da so einen ganzen Tag mit verballert. Währenddessen ich zweimal noch gestorben bin, das kam ja auch noch dazu. Und ja. Weil mit der Basis, die wir zurzeit haben, das ist ja so eine Übergangsbasis. Da wollen wir nicht dauerhaft hausen, oder? Nicht unbedingt. Momentan sehe ich aber noch keinen guten neuen Standpunkt. Ich fürchte auch, wir werden keinen vernünftigen kriegen, solange wir nicht motorisiert sind. Deswegen heißt es auch, also ich habe auch einen ganz coolen Buchladen gefunden auf meiner Tour gestern. Werden wir uns mal anschauen, werden wir euch auf jeden Fall zeigen, dass wir vielleicht dann unsere Anleitungen für ein Taschenmotorrad finden. Dann könnt ihr größere Touren machen und dann finden wir bestimmt auch einen cooleren Standort für eine dauerhafte Basis. Dass wir uns da so eine regelrechte Festung nämlich dann auch aufbauen können. Genau, so eine Festung ist gar nicht unwichtig, weil, wie gesagt, alle 7 Tage kommen ja Zombies, das wisst ihr ja. Und es werden immer mehr. Und in so einem Blockhaus, ich weiß nicht. Nee. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich in einer Festung, nicht in einem Blockhaus. Wobei ein Blockhaus eigentlich sehr schön ist. Ja, aber du musst es ja komplett später aus Stein machen.
Weil wenn irgendwann kommen diese Polizeispucker bei Tag 30 oder so und die ballern das Holz weg. Da hast du keine Chance. Hatten wir das nicht sogar schon mal gehabt, dass ein Teil von unser Gebäude eingestürzt ist wegen solcher Spuckertypen? Oder war das ein Türmchen? Ich glaube, das war ein Türmchen. Ja, das Einzige, was wir bisher mit Wasser so gefunden haben, ist halt das hier, dieser Bereich. Da hatte ich mal kurz die Idee gehabt, dass wir einfach die Straßen abtrennen. Auf jede Seite, ich glaube, man konnte eine Zugbrücke bauen, aber das kann man ja später machen. Dann hat man quasi nur zwei Seiten, von wo die Zombies angreifen können. Die können natürlich auch über den See angreifen, weil dann sind sie unter Wasser. Weil das Dumme ist in dem Spiel, die sterben ja nicht. Unter Wasser. Die sind ja schon quasi tot, aber hätte ich das Spiel gemacht, dann hätte ich das so gemacht, dass mindestens die Zombies schwimmen. Und nicht einfach unter Wasser gehen, aber naja. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Vielleicht wird es ja auch das irgendwann... Das müsste ja bedeuten, dass sie das Spiel weiterentwickeln müssten. Ne, ein bisschen wird ja immer weiterentwickelt. Das dauert halt. Die aktuelle Version ist schon über ein halbes Jahr alt. Ohne irgendwelche Updates. Sie arbeiten schnellstens. Ey, DayZ braucht ja auch schon Jahre. Also, DayZ wird glaube ich auch nicht fertig werden. Ark ist mittlerweile fertig, oder? Ich glaube ja. Ark war fertig und ich glaube, es gab auch bei der, nachdem es rauskam, irgendwelche Probleme. Aber. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt die neuen Sachen bei Ark gesehen habe, das Survival-Kram ist nur noch nebensächlich. Die hatten alle irgendwelche basicen Waffen. Ich glaube, so ein Iron Man. Ach, irgendwas. Was? Irgendwas war da. Ich glaube, du konntest dann fliegen oder keine Ahnung. Was? Vielleicht war es auch eine Mod, ich weiß es nicht mehr. Das hat mich aber eher abgeschreckt, als es nochmal zu spielen. Ja, also es hat ja wirklich Spaß gemacht, ne? Ja, aber... Aber diese Ewigkeiten, wie es gedauert hat, so einen scheiß Dino zu zähmen. Boah. Nach 3 Stunden beim Mammut hatte ich die Schnauze voll. Ich glaube, das war so der Augenblick bei mir, wo ich sagte so, fick dich. Also, nee. Ich spiele schon gerne Spiele und ich verplemper ja gerne meine Zeit in Spielen. Ich liebe Spiele. Und ich spiele ja auch schon Ewigkeiten. Aber einfach 3 Stunden in der Nähe von so einem Mammut bleiben, weil du musstest es betäuben, du musstest es nebenbei füttern, war das, glaube ich, irgendwie so. Ja. Oh. Gegen ein das Betäubungsmaterial. Wir haben, glaube ich, zu dritt an so einem Mammut gearbeitet, ne? Ich glaube, ja. Ich meine, wenn man es hat, ist es cool, aber das war mir echt zu viel. Und wir haben das noch nicht fertig gemacht. Nach 3 Stunden habe ich gesagt, ich mache einen Feierabend für heute. Der andere hat noch damals weitergemacht. Ja. Der wird wahrscheinlich 4 oder 5 Stunden dran gesessen haben. Nö, nö, nö. Nicht mit Heinrich. Da hake ich lieber 5 Stunden Holz. Und klopp Steine. Also das mache ich auch gerade nebenbei, dass ich schon noch ein bisschen Eisen kriege für die hier Dingsbums töten. Es geht ja auch alles später schneller, wenn man halt das alles ein bisschen aufgelevelt hat mit dem Kloppen. Man muss es machen, sonst kriegt man ja keine Ressourcen. Und später kann man halt mit 1, 2 Schlägen zwar keine Bäume kaputt machen, aber die Steine gehen schneller kaputt. Ja, wenn man dann irgendwann so eine schöne Stahlspitzhacke hat und ordentlich seine Bergbaufähigkeiten aufgelevelt sind, 2-mal schlagen und schon ist so ein Steinblock weg. Ja. Aber dafür muss man auch schon bessere Ausdauer haben und auch Bergbau haben, weil sonst steckt man einmal zu, weil dann ist die, oder zweimal, und dann ist die ganze Ausdauer weg. Gerade rechts unten brauchen wir ein bisschen Stacheldraht, das ist sehr gut, das macht die Beine der Zombies kaputt. Und dann kriechen sie immer rum. Und es ist verlangsamt. Ja. Ganz ordentlich, ja, ja. Da bleiben sie erstmal richtig schön drin hängen.
Aber ich mache erst nochmal Holzstachel, ganz, ganz viele, bevor ich mich an den Stachel dran. Ja, ich hatte noch Metall da, also bei mir. Ja, jetzt habe ich auch wieder knapp 400 Metall, weil ich immer mal zwischendurch mit meiner lieben süßen Spitzhacke so hier diese Findlinge zerhaue. Die bringen ja ganz gut Eisen. Ja, ist eine gute Idee. Wenn ich welche finde, dann mache ich das auch mal. Und aus einem so einen Findling, wenn ich ihn komplett zerhackt habe, kriege ich zum Beispiel ungefähr 34 Eisenbruchstücke und das sind so, glaube ich, okay, 90, keine Ahnung, Eisen. Dinger, also schon ganz geil. Lässt sich was mit anfangen, ne? Ja. Ah, ich krieg wieder Besuch. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Hat mich gar nicht gesehen, die dumme Kuh. Ach, jetzt hat sie mitgekriegt, dass ich einen Pfeil daneben geschossen habe. Nochmal daneben. Oh. Nochmal daneben. Hat schon so einen großen Kopf. Ich lasse sie schon nah rankommen. Ey, das gibt's doch nicht. Heinrich. Schieß doch mal. Ja, eine gute Sache hatte auf jeden Fall unsere lange Tour gestern auf der Suche nach irgendwas. Ich bin durch ein relativ großes Wüstengebiet gelaufen und da gibt es Aloe Vera und aus Aloe Vera kann man Erste-Hilfe-Verbände machen. Ach, die muss ich mal mitnehmen, ey. Ja, die musst du mal mitnehmen. Wir haben jetzt nämlich durch meinen großen Sucherfolg gestern wieder über 10 Erste-Hilfe-Verbände zu Hause. Ja, das ist, Verbandsmaterial sollte man immer dabei haben. Ich dachte, da war wer, aber nee. Schweinchen. Oh, bitte töten. Schweinchen, wo bist du? Ich hab dich trotzdem gehört. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Juhu, tot, Schweinchen, Schweinchen. Nein, nicht runterfallen. Och, Mensch. Bleib doch liegen. Bleib doch liegen. Ey, bleibst du mal liegen? Rollt hier einfach den Abhang runter. Das ist ein Rollschwein. Ein Rollbraten. Ja, Rollbraten noch besser, ja. Mal kurz warten. Das Hacken ist ja so anstrengend. Ja, 60 Stacheldraht habe ich erstmal gemacht. Ach ja, das ist ja 60 oder 16? 60. Oh, das ist gut. Das finde ich auch nicht schlecht. Dann gibt es 23 Stacheln. Ja, und wenn was übrig bleibt, die nächste Nacht kommt auf jeden Fall. Ja, also man das sowieso. Kann es immer gebrauchen. Also ich habe schon 42 normale Holzstacheln schon wieder im Petto. Ist das ein Wolf oder? Nee, ist ein Stein. Ja, wenn man vom Wolf gekillt wurde, achtet man da immer drauf. Hier wäre was, ne? Ja, ja, du mich auch. Hier gibt's richtig großer Bereich mit vielen Findlingen. Ja, das ist doch super. Ja. Yeah. Ich bin am Überlegen. Ich guck gleich mal, wenn ich zu Hause bin, wie weit
die Umrandung ist, weil dann reicht vielleicht heute tatsächlich nochmal die Zeit, um in diese Stadt, die hier ganz in der Nähe ist, mal hinzugucken. Ja, könnte. Na, dann haben wir heute wenigstens noch ein bisschen mehr gezeigt, als nur wir hacken Bäume und Bäume fallen. Ich komme auch zurück. Kann ich nebenbei die Axt schon mal reparieren? Man muss ja auch sagen, dass der allererste Tag, wo die Zombies attackieren, sprich Tag 7, nicht so extrem heftig ist. Ich weiß nicht. Normalerweise ja. Aber ich habe ja bei den Server-Einstellungen pro Person, was war es, 60 Zombies oder so eingegeben? Was war denn da der Standard? War der nicht viel geringer? Ja, 23. Gut, dass du mir das sagst. Also ich glaube, es waren 60, was ich da eingestellt habe. Ich müsste mal nachgucken, aber da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das ruhig wird. Also lass uns mal überraschen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt da... Was da jetzt, ob da jetzt wirklich so viele kommen? Aha. Weil, wären es ja schon 120, oder? Aha. Statt, was war es dann? 23 sind dann ja 46. Aha. Ja, gucken wir mal. Oh, ich hab einen Stalker. Ja, dann entledige dich dieses Stock. Oh, der eine ging durch die Schulter hier. Ah, der war drüber, der war drüber, der war drüber. Ich muss diesen Bogen besser, also. Das ist eine sehr gute Idee, einen besseren Bogen bauen. Ja, ich meine, ich muss besser werden beim Bogenschießen. Das ist so nervig gerade. Ja, ich werde mir aber auf jeden Fall vor der Nacht noch einen besseren Bogen bauen. Vielleicht steige ich bis dahin nochmal auf und dann hätte ich einen 200er Bogen, glaube ich. Wow. Wenn du möchtest, würde ich dir selbstverständlich auch einen dann anfertigen. Ich glaube, könnte ich vielleicht sogar selber bauen. Mal gucken. Meiner ist nämlich bald in den Dutten, man müsste repariert werden. Ja, meiner muss auch repariert werden. Also du bist noch am Holzhacken, ja? Ja, aber ich gehe zurück. Oh, da muss ich ja nebenbei noch pflanzen. 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 Ich habe so viele Bäume gehackt. Ah, stimmt, ja. Pflanzen. Lebe die Forstwirtschaft. Ach ja, ein kleines Beet haben wir jetzt auch schon, wo wir so ein bisschen Kartoffeln anbauen können und Mais und Zeug. Und Zeug. Und, gute Beschreibung. Hast du mal ein Zeug für mich? Ja, hier. Ein paar Pilze habe ich auch schon gepflanzt. So. Okay, die zweite Reihe nach oben ist noch nicht komplett. Nee. Da war noch eine kleine Lücke. Oh, hier müssen wir vor allem die Balustrade rein theoretisch abhauen, sonst können wir da keine zweite Reihe hochmachen. Aber ich mag die Balustrade. Lass die Balustrade für den Zombies Platz schauen. Was ist drin? Knochen. Ich habe keine Stacheln mehr. Ja, ich habe noch welche gerade. Und die setze ich gerade. Okay. Ich weiß ja nicht, von welcher Seite die kommen. Kreischerin von hinten. Irgendwo. Ja. Das passiert nämlich auch gerne vor so einer Nacht. Da kommt so eine Kreischerin, die kriecht auf den Boden. Ah, da ist sie.
Ach, jetzt sind wir gejagt. Das Geile ist, die lockt jetzt hier einen Haufen von Zombies an, wenn sie mal Pech haben. Oder einfach Glück. Manchmal braucht die nicht schreien. Aber normalerweise lockt die ja andere Zombies an. Und wenn man sich gerade eine Verteidigung aufbauen will, ist das echt nervig. Haben wir schon mehrfach gehabt, ey. Dann hast du deine Verteidigung fertig gebaut. Da kommen ein, zwei von diesen Mädels, schreien die ganze Zeit rum und zerhacken dir wieder die ganze Verteidigung. So. Frech. Wirklich frech, die Dame. So, jetzt habe ich auch keine Stacheln mehr. Jetzt muss ich erstmal Zeug wegbringen, bevor wir in die Stadt laufen. Bist du aber mit der Stachelwand da fertig geworden bei dir? Nein. Also wir haben rundherum Stacheln, aber nicht, also zwei hoch auf jeden Fall, aber nicht überall zwei tief. Ist doch ein bisschen wenig. Dann müssten wir noch weiter hacken. Oder du hackst weiter und ich gehe in die Stadt. Nee. So nicht. Nein. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen Hacki-Hacki machen. Okay. Ich bin damit noch nicht zufrieden. Ich konnte ja keine Ahnung, dass du den Buddy-Counter so hoch setzt. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich das gemacht habe, aber wenn ich mich kenne, habe ich es gemacht. Ich weiß aber nicht, wie das, ob das wirklich so eine große Auswirkung hat. Oh, hier sind ja noch zwei Pilzsporen. Super, dann kann ich. Haben wir vielleicht noch Stacheln da? Nö. Also Stacheldraht komme ich auch nicht ganz rum. Ach so, hier sind wir. Hier ist es nicht so wichtig. Oh, hier Stacheldraht rumherum. Oh, mein wunderschöner Garten. Das ist so toll. Flugpilze! Oh, ein Drop? Ja. Komm, schmeiß jetzt ab. Schmeiß nach da hinten. Ach du Sack. Das ist doch gar nicht so weit. Der ist. Oh, der ist nicht weit. Dann düse ich hin. Der Drop ist nicht weit. Komm. Ja, ich düse hin. Du machst mal Holz. Ah, gut. Mach mal Holzi. Ja, Stacheln. Ich mach mal Holzi. Ah, leider sind unsere angepflanzten Bäume noch nicht ganz reif. Muss ich jetzt echt ein bisschen laufen. Das Witzige ist, wenn man sich wirklich dran hält, immer nur diese 1200er oder 900er Bäume zu hacken, kriegt man ja immer zwei Samen raus. Sprich, für jeden Baum kann man zwei neue Bäume pflanzen und irgendwann macht man das nicht mehr ganz so regelmäßig, weil man weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Samen und man hat dann irgendwann einfach nur einen riesengroßen Wald um sich herum. Ja. Wieder so ein kreischendes Miststück. Diese dummen Kreischviecher. Ach, komm her. Verweste Mutti. Und das Schöne ist, sie hatte verschimmeltes Brot dabei. Das ist gut. Was konnte man aus diesem Gammel-Sandwich machen? Wenn du eine Chemiestation hast, kannst du mit diesem vergammelten Sham-Sandwich kannst du verschimmeltes Brot machen. Ja, okay. Weil ich aber bis wir so weit sind, ja, haben wir in der Regel genügend Antibiotika und genügend verschimmeltes Brot. Also wir haben eine AK und ein Scharfschützengewehr gefunden. Munition und ein paar Waffenteile. Also war schon mal nicht schlecht.
Ja, das mit den Bäume pflanzen, das war ganz witzig, als wir die das erste Mal so gespielt haben. Weil wir hatten dann irgendwann ein sehr krasses Problem, dass wir kein Holz mehr hatten. Alle Bäume in unserem Umfeld waren gefällt. Und ja, mussten wir immer weiterlaufen, um eben neue Bäume zu kriegen. Bis wir mal auf die Idee gekommen sind, hey, wenn wir Bäume hacken, kriegen wir doch immer hier Pine Seed, Maple Seed, gucken wir mal, was es damit auf sich hat und packen das einfach mal in den Boden. Upsala, schwupps, hatten wir neue Bäume. Ja, die wachsen auch eigentlich recht schnell. Das ist ganz gut, wenn man daran denkt, das gleich zu machen. Ja, sehr gut. Dass die immer einen anschreien müssen. Ach, mir wird schon wieder zu warm. Hält auch nichts aus hier, der Kerl. Ja, ich glaube, wir können auch erstmal einen Break machen. Ich glaube, wir hacken einfach ein bisschen Holz, bis die Verteidigung steht. Überlegen. Die müsste eigentlich gleich soweit sein. Ja? Ja, also ich mache jetzt gerade noch 48 Stacheln. Das müsste schon fast reichen. Ja, aber von der Zeit her sind wir schon bei 26 Minuten. Ich wollte jetzt die Videos nicht so lang machen. Ja, okay, gut. Machen wir hier an der Stelle einen Break. Jetzt kriegt ganz keine, jetzt ganz keine Frage. Gleich. Jetzt ist gerade ein Zombie da. Nein! Ah! Okay, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Ja, dann komm ich mal zurück, bring den Kram weg und dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Break und ja, gucken wir, was wir am nächsten Tag oder im nächsten Video machen. Also würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.